Stell dir vor, du kommst nach Hause und wie von Geisterhand verwandelt sich dein iPhone in eine Smart Home Steuerzentrale. In diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Viel Spaß! Für iPhone-Nutzerinnen und Nutzer ist etwas super Wildes passiert. Es ist so bahnbrechend und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es schon absurd, dass man sich über so etwas Marginales im Apple-Ökosystem überhaupt freuen kann. Der Sperrbildschirm kann endlich gestaltet werden. Du kannst die Schrift der Uhrzeit festlegen, Widgets auf dem Sperrbildschirm platzieren und natürlich, wie gewohnt, den Hintergrund anpassen. Aber das war noch nicht alles. Man kann auch mehrere Sperrbildschirme einrichten. Crazy! Wenn du iOS 16 bei dir schon auf dem iPhone hast, dann kannst du dir einen Sperrbildschirm für die Arbeit einrichten und für die Freizeit, in der du dann keine nervigen Meldungen von irgendwelchen Firmen-Apps mehr bekommst. Du kannst den Boss also einfach ausschalten, auch schön. Richten wir mal zum Beispiel einen Smart Home Sperrbildschirm ein. Dafür hältst du einfach auf dem Sperrbildschirm gedrückt, wischst nach rechts und tippst auf dem letzten Element auf das blaue Plus. Du suchst dir dann eine Vorlage, mit der du gerne starten möchtest. Ich nehme hier mal den Wetter-Sperrbildschirm. Nun schmeißen wir erstmal alle Widgets raus, was das Wetter anzeigt und stellen dann fest, dass es natürlich sehr schlau war, den Wetter-Sperrbildschirm als Grundlage zu nehmen. Aber na gut, was soll's. So, jetzt knallen wir da alles mal rein, was die Home-App zu bieten hat und tippen dann oben rechts auf Hinzufügen. Schon ist unser Smart Home-Sperrbildschirm fertig. Aber eine Sache fehlt noch und die macht das Ganze noch spannender. Normalerweise müsstest du jetzt manuell den Sperrbildschirm wechseln, wenn du bei der Arbeit ankommst und auf den Smart Home Sperrbildschirm zurückwechseln, wenn du wieder zu Hause bist. Aber das wäre ja zu wild und eindeutig auch mehr, als man von dir verlangen sollte. Und gut, dass wir hier nicht bei Smart Home, sondern bei Smarter at Home sind. Da ist unser Anspruch ja deutlich höher. Die Sperrbildschirme werden erst mit der Fokusfunktion spannend. Die kannst du dir so vorstellen, dass du den Kontext wechselst, zum Beispiel von Privat zu Beruf und andersrum. Für jeden Fokus kannst du einen eigenen Sperrbildschirm festlegen. Und richtig gut wird das, wenn du den Fokus automatisch auf Basis deines Standortes setzen lässt. Wenn du also bei der Arbeit ankommst, wechselt der Sperrbildschirm auf den Fokus Arbeit. Und wenn du dich nach etlichen Stunden wieder endlich bei dir zu Hause über die Türschwelle schleppst, dann springt das iPhone automatisch zurück auf den Fokus Privat. Dein Boss wird ein Riegel vorgeschoben und du kannst dich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, zum Beispiel dich unendlich viele Stunden in Social Networks verlieren oder das tausendste Katzenvideo anschauen, nur um immer noch mehr Katzenvideos zu bekommen. Wir müssen halt priorisieren und den Algorithmus pflegen, damit er uns den Mist anzeigt, den wir ja sehen wollen. Nützt ja nichts. Ich zeige dir mal eben, wie du einen standortbasierten Fokus mit deinem Smart Home Sperrbildschirm einrichtest. Gehe mal in die Einstellung und tippe dann auf Fokus. Dann geht es oben rechts mit dem Plus weiter und dann tippst du auf Eigener. So, jetzt zimmern wir da mal das Haus als Symbol rein und nehmen Home App Like Orange als Farbe. Wir nennen den Bums nur noch Home und klicken dann auf Weiter. Dann tippst du auf Fokus anpassen. Hier kannst du jetzt per Person und Apps festlegen, wer und was dich erreichen kann. Darunter wird es dann spannend, denn du kannst deinen Smart Home Sperrbildschirm auswählen und tippst dann auf Fertig. Du könntest jetzt auch noch das gleiche für die Apple Watch machen, aber das überspringen wir hier jetzt mal. Anschließend tippst du weiter unten auf Zeitplan hinzufügen und dann auf Ort. So, hier kommt nun die Adresse deines Zuhauses rein, dann geht es weiter mit Fertig. So, das war's, alles eingerichtet. Du kannst jetzt den ganzen Wahnsinn noch für den Arbeitssperrbildschirm machen und den Standort bei Fokus auf die Adresse deiner Arbeit richten. Dann hast du's. Ab sofort verwandelt sich dein Sperrbildschirm automatisch in eine Smart Home Steuerzentrale, wenn du zu Hause bist. So, das sollte es aber auch für diesen Quick-Tipp gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann schaller mal eine Runde auf den Like-Button, abonniere den Kanal, denn leider können die neuesten Videos nicht automatisch auf dem Sperrbildschirm erscheinen. Ich sage wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!